SWR 2 Hörspielstudio. Günter Eich schrieb sein letztes Hörspiel 1971 nach einer langen Pause seiner Hörspielarbeit in einem Baden-Badener Hotelzimmer, ohne dass im örtlichen Südwestfunk, für den es bestimmt war, jemand etwas von seiner Anwesenheit wusste. Es war seine diskrete Art, sich eines Auftrags zu entledigen. Als Abschluss einer Sendereihe aus Eichs reichem Repertoire der 50er Jahre hatte die Hörspielabteilung sich ein neues Stück gewünscht. Nach der Heimkehr aus Baden-Baden schickte er das Manuskript an die Redaktion und weckte Erstaunen, indem er es bescheiden als Entwurf bezeichnete, weil erst die Realisation aus einem Text ein Hörspiel mache. Seit Ende der 50er Jahre hatte dieser Altmeister unter den Radiopoeten sich auf neue Wege in der Lyrik begeben und war nur noch einmal 1964 mit seinem rätselhaften Stück »Man bittet zu läuten« zum Hörspiel zurückgekehrt. Er begann sich aller festlegenden Interpretationen seiner früheren Werke zu entwinden und hatte die Poesie des spielerischen Unsinns für sich entdeckt. Ein Resultat war der 1968 entstandene Prosaband »Maulwürfe«. Mit drei Texten daraus ist Günter Eich selbst in der folgenden Neuinszenierung seines letzten Hörspiels »Zeit und Kartoffeln« zu hören, mit deren Erstsendung wir die Sendereihe »Günter Eich Repertoire SWR« abschließen. Präambel: Was ich schreibe, sind Maulwürfe, weiße Krallen nach außen gekehrt, rosa Zehenballen, von vielen Feinden gern als Delikatesse genossen, das dicke Fell geschätzt. Meine Maulwürfe sind schneller, als man denkt. Wenn man meint, sie seien da, wo sie Mulm aufwerfen, rennen sie schon in ihren Gängen einem Gedanken nach. An eingesteckten Grashalmen könnte man ihre Geschwindigkeit elektronisch filmen. Andern Nasen einige Meter voraus. Wir sind schon da, könnten sie rufen, aber der Hase täte ihnen leid. Meine Maulwürfe sind schädlich, man soll sich keine Illusionen machen. Über ihren Gängen sterben die Gräser ab, sie machen es freilich nur deutlicher. Fallen werden gestellt, sie rennen blindlings hinein. Manche schleudern Ratten hoch. Tragt uns als Mantelfutter, denken sie alle. Zeit und Kartoffeln. Hörspiel von Günter Eich. Ende Oktober schickte mir meine Mutter Kartoffeln. Zwei Säcke. Ich hasse Kartoffeln. Kartoffeln bleiben nicht allein. Zum Beispiel ist Schweinebraten eine logische Folge der Kartoffel. Die Haut ist dehnbar. Die Kilowaage steigt. Ein Nachtschattengewächs, eine Giftpflanze. Aber die Knollen sind essbar. Pommes frites, Pellkartoffeln, alles auf dem eigenen Herd. Erdäpfel, Grundbirnen, Salz, Brat, Pie, Chips. Eine neu aufgemachte Pufferstube sah ich heute. Die Kartoffel verfolgt mich. Selbst Eisenbahnwaggons erinnern einen. Kartoffeln halten Leib und Seele zusammen. Aber ich habe Leib und Seele lieber getrennt. Ich werde fett. Bekomme Pickel. Wie gesagt, eine Verfolgung. Sonst schickt mir meine Mutter die Kartoffeln mit Bahnfracht. Damals, es muss Ende Oktober gewesen sein, jedenfalls ein Donnerstag, kam der Pächter mit einem Lieferwagen. Eberhard Dieter Säume. Ich kannte ihn noch nicht. Ich kannte nur Johann Gottfried Säume. Ein Zeitgenossen der Klassiker, der nach Syrakus spaziert ist und ein Buch darüber geschrieben hat. Eberhard Dieter hat sicher keinen Spaziergang nach Syrakus gemacht. Er sieht nicht so aus. Schleift auch ein Bein nach. Aber es kann sein, dass auch Johann Gottfried ein Bein nachgezogen hat. Und es kann sein, dass Eberhard Dieter gar nichts mit seinem Lieferwagen hier zu tun hatte und nur meinetwegen gekommen war.
bin ich von meiner Mutter verdächtig geworden. Ihre Mutter sagte Kartoffeln. Man kann den Winter nicht ohne Kartoffeln zubringen. So üblich bei uns. Winterkartoffeln. Einkellern. Haben Sie einen Keller hier? Bloß noch eine Ecke. Da räumen wir die Bücher beiseite. Hier? Natürlich. Keine Sorge, eine gute Sorte. Ganz sauber. Zwei Bretter, das genügt. Ich hasse Kartoffeln zwischen Büchern. Nicht doch. Ich kenne Sie besser. Sie sind doch die Tochter. Aber ich kenne Sie gar nicht. Immer studieren? Wie kann ich Sie da kennenlernen? Und Ihre Mutter sagt, Sie schreiben so selten? Sollte gleich mal sehen, ob es Ihnen richtig geht. Was soll ich ihr denn ausrichten? Ich bin einigen Dingen auf der Spur. Ja, das hätten Sie geschrieben, sagt sie. Und das hat Sie beunruhigt. Es ist nicht beunruhigend, wenn man auf die Spur kommt. Ja, ja, sehe ich ein. Aber wenn man auf Kartoffeln eingestellt ist, wissen Sie, dann beunruhigt es einen. Ihre Mutter jedenfalls, sie hat's nicht verstanden. Aber Sie? Ach ja, gewiss. Und ich sollte herausbringen, ob Sie mit jemandem gehen. Kann ich Sie nicht einfach fragen? Ich bin zu dick. Sie sind gerade richtig. Wenn Sie mir nur sagen, was ich Ihrer Mutter sagen könnte. Ich bin der Zeit auf der Spur. Und im Licht. Wie soll ich das Ihrer Mutter erklären? Sagen Sie, ich ginge mit Einstein. Den kennen Sie also? Klar. Das ist wenigstens was. Aber ehrlich, Sie könnten ruhig was zunehmen. Einstein will das so. Dann ist es schwierig. Ich meine, heimlich zunehmen. Merkt das denn? Der merkt alles. Man kann sich nicht ruinieren wegen der Liebe. Das würde Ihre Mutter sicher auch sagen. Schreibt sich Einstein ganz gewöhnlich? Ganz gewöhnlich. Also mit Y. Schreiben Sie es mit Y. Vielleicht auch den Vornamen? Albert. Albert. Ja, schön. So, die Ecke ist richtig. Bücher. Seien Sie doch vernünftig. Einen Keller haben Sie doch nicht. Ich bin entsetzlich vernünftig. Man muss essen. Den ganzen November dachte ich über meine Formel nach, wie ich vorher nachgedacht hatte. Kein Erfolg. Dazwischen las ich Säumes Werke wieder, den Spaziergang nach Syrakus, die Gedichte, die Selbstbiografie, die vermischten Schriften. Nicht, weil mich Eberhard Dieter wieder aufgesucht hätte, sondern weil Johann Gottfried selber öfters kam. Schillers Zeitgenosse. Er war sehr rücksichtsvoll. Störte mich nie in der Arbeit. Kam nur nachts, wenn ich mich niedergelegt hatte und ohnehin nicht schlafen konnte. Allmählich waren wir sehr vertraut miteinander. Er war ein wunderbarer Mann. Was er geschrieben hat, ist leider nur teils, teils. Die verführerische Erbsünde in Terracina, Gottfried. Die einzige, von der du nichts weiter sagst.
Es steht nur ein Adieu drin. Man muss sich an den Text halten. Aber ich habe das Glück, dich fragen zu können, was nicht im Text steht. Ich weiß gar nichts. Es ist so lange her. Ich bin neugierig. Die einzige, bei der du deine Keuschheit nicht betonst. Mir kannst du es ruhig sagen. Zuletzt behält man nichts mehr als das. Adieu. Das bleibt. Sogar die Namen. Aber bei mir? Wie heiße ich? Ottilie, dachte ich. Nicht Ottilie, dein Name für mich. Mir gefällt Ottilie gut. Ich bin so fantasielos. Hausbacken. Aber ich liebe dich. Ich muss mich an was halten können. Bücher. Die Buchstabiertabelle im Telefonbuch von 1810? Ja, sowas. Ärger, Bertha, Charlotte, Martha. Nordpolökonom. Die Landwirtschaft war immer gegen mich. Paula, Übermut, Xantippe. Übelkeit läge mir. Übermut. Etwas weniger. Emilie Winkelried. Franz Octaeder. Franz. Wissenschaft ist geschlechtslos. Zum Beispiel Physik. Das gefällt mir nicht. So kommen wir nicht weiter. Wohin wollen wir denn? Ich bin schon da. Zwinegel. Gottfried, mein Hase, warum kommst du so spät? Weil ich sonst nicht dein Hase wäre. Ist Zwinegel der Name? Ist er schön genug? Wahnsinnig schön. Und ich glaube, Zwinegel frisst keine Kartoffeln. Kann sein. Nein, bestimmt nicht. Frisst Körner. Du hast den kartoffellosen Namen gefunden. Ist das so wichtig? Kartoffeln sind ein Zwang. Man verfolgt mich. Mann? Man verfolgt mich damit. Sie verfolgen mich. Bauch, Pickel, Hässlichkeit. Ich erwecke Abscheu. Mein Zwinegel, du bist die Schönste. Wer sollte dich verfolgen? Es zeigt sich nicht. Ich habe nicht die Möglichkeit, von den Kartoffeln wegzugehen, nur über sie hinaus. Unsinn. Mein Körnerfresser. Du sagst alles, was ich hören möchte. Mein Liebling. Mein Hase. Mein Gottfried. Du willst keine Kartoffelpuffer von mir. Keine Bratkartoffel. Keine Pommes frites. Nein. Ich bin berühmt als Köchin und esse selber mit. Aber es geht nicht um meine Gefräßigkeit, es geht um die Macht der Verfolgung. Eine Allmacht. Was denn? Du kommst ja in die Theologie. Wohin sonst? Gottfried, einen Kartoffelsack nach dem anderen packt man auf meine Schultern. Wie kriege ich die Formel darunter hervor? Früher war mir klar, nur Engel wissen, was Zeit ist. Nicht einmal das habe ich gewusst. Wir haben gerade noch von Newton gehört. Wenn man einen Körper loslässt, fällt er. Du meine hausgemachte Seele. Die Frage ist, kann es fette Engel geben? Engel brauchen keine Kartoffeln. Essen sie überhaupt? Es gibt viele Arten von Engeln. Wir sprechen immer von den niederen Graden. Ich bin der Hase. Komme zu spät. Und weiß von nichts. Aber jetzt ist es anders, Gottfried. In Blitzen erfährt man es. Ein zugespitzter Augenblick, der die Zeit mitenthält. Und man weiß es. Zeit und Kartoffeln. Alles nach Einstein. Einstein? Einer mit Y. Der, mit dem ich gehe. Albert. Macht mich eifersüchtig. Du brauchst nicht eifersüchtig zu sein. Aber es macht mich glücklich. Ich dachte, nur ich zähle. Du rennst zu schnell, Zwinegel. Nur du zählst, Hase. Und einer mit Y. Bei den höheren Graden hört Einstein auf. Und ich beginne. Die Entdeckung des Lichtes als der fünften Dimension, das, Gottfried, habe ich gefunden. Ohne ihn. Ich saß im Dunkeln. Die Hände über dem Nabel gefaltet. Ich hörte das Fett in der Pfanne singen. Und es war zugleich
Das Universum. Orion oder der große Wagen. Womöglich ein Quietschen der Narben, wenn ich gut hinhörte. Womöglich ein längst verloschenes Licht. Aber ich wusste etwas. Wenigstens bis zu den mittleren Engeln. Also mehr als die Hände über dem Nabel. Die Zeit lief langsamer. Aha. Ich weiß nicht, ob es bei uns nicht gerade schneller war. Ein Ergebnis, ein Ereignis. Man kann von Glück reden. Vom Glück der Definition. Und während man doch die Unordnung preisen möchte, ergibt sich eine unbeweisbare Ordnung. Unbeweisbar, Gottfried. Verstehst du? Swinegel? Swinegel? Aber ich bin sicher. Natürlich. Und du hast auf jeden Fall recht. Ja, findest du? Du verstehst mich. Es ist ganz einfach. Einfach? Mir fehlt ja der schlüssige Beweis, eine Formel. Die findest du. Ach, ich weiß nicht. Ich habe schon so viel Zettel vollgeschrieben. Es ist auch ohne Beweis einleuchtend. Die Kartoffel? Nicht die Kartoffel. Ich will das Wort nicht mehr hören. Mir hast du nie Puffer gebraten, ich kann es sagen. Alle deine Wahrheiten stammen aus der Kartoffel. Ein Katalysator. Das Raumzeitkontinuum Kartoffel ist eine Vorstufe. Puffer? Von den Klößen ganz zu schweigen. Vielleicht hast du recht. Ich habe recht. Gottfried, mein Geliebter, du verstehst mich. Ich verstehe dich. Bei allen Wäldern Kanadas. Nicht wahr? Du verstehst mich. Ja. Du weißt, dass die fünfte Dimension... Das Licht ist, ja, mein Swinegel. Vielleicht finden wir den Beweis gemeinsam. Wir finden ihn. Logisch. Mathematisch. Was aber ohnehin klar ist. Mathematik, naja. In Griechisch und Latein war ich besser. Gemeinsam. Ja. Gemeinsam. Bleibst du bei mir? Zeig mir, wie es in Terracina war. Und so gut wie eine Huronin bin ich immer. Ich wartete jeden Tag auf Gottfried, aber er kam nicht mehr. Ich ließ meine Formel liegen, dachte nur an Gottfried, dachte, ich könnte sie nur mit ihm finden. Aber Gottfried ließ mich im Stich. Ich weiß nicht, was einer Dringendes zu tun hat, wenn er schon so lange tot ist. Vielleicht erschien irgendwo eine neue Ausgabe seiner Werke und er las Korrekturen. Aber nachts hätte er doch Zeit haben können. Ich aß Kartoffeln und dachte nur an ihn. Keine Bewegung, ich dachte nur an ihn. Verließ das Zimmer nicht. Die Fortsetzung seiner Biografie, die Clodius 1812 geschrieben hat, ergab auch keinen Hinweis. Ein Lied, das ihn gerührt hat, sonst nichts. Hinter jenen Sternen hält die Liebe Wort. Das alles in Teplitz. Ich erwog eine Reise nach Teplitz, aber ich war nie in Teplitz gewesen und er hatte mich hier gefunden. Ich dachte, es sei logisch, hier zu bleiben. Es war auch bequemer. Ganz zuletzt, und das war das Schlimmste, vermutete ich, die Namen Hase und Swinegel waren ihm so geläufig, von anderswoher geläufig, dass er sie nicht mehr hören wollte. Meine Formel gelang mir nicht, aber andere Namen hatte ich gut finden können. Gottfried hatte mich satt. Er kam nicht. Aber kurz vor Weihnachten kam Säume 1 mürrisch zu meiner Tür herein. Eberhard Dieter. Trinken Sie einen Schnaps? Kirsch, Kartoffel ist leider nicht da. Kirsch, heute könnte ich einen brauchen. Nur heute? Heute besonders, heute ist nämlich ein Tag. Donnerstag? Komisch, heute ist Donnerstag, obwohl gestern erst Mittwoch war. Das leuchtet mir ein, aber ich meine den Satz. Den Satz? Sie hatten einen Satz angefangen. Lauter angefangene Sätze um mich herum. Das brummt.
Heute ist nämlich ein Tag. Donnerstag. Ja, doch. Ach so, ein Tag, wo mir mein linkes Bein wehtut. Warum meinen Sie, tut gerade heute Ihr linkes Bein weh? Meistens an Donnerstagen. Ich habe nämlich ein Holzbein. Und gerade an Donnerstagen? Ich beobachte es nicht genau genug. Das heißt, es ist kein Holzbein, ein Kunstbein. Aus Kunst. Oh, holde Kunst. Ist es nicht gut gemacht? Doch, sehr gut. Ich gehe damit wie Mittwoch oder Freitag. Scheuert es? Ach wo. Es tut ganz woanders weh. Am Schienbein. Wo kein Schienbein ist. An der großen Zehe, die es nicht mehr gibt. Alles die Gicht, die ich nicht mehr habe. Immer wenn Feuchtigkeit kommt. An Donnerstagen. In letzter Zeit waren es immer Donnerstage. Aber ich will mich nicht festlegen. Kann ich noch einen haben? Heute kann ich mehrere brauchen. Weil Donnerstag ist. Was macht Einstein? Dem geht's gut. Das beruhigt mich. Beruhigt Sie? Hört man immer gern. Und das Examen? Oh, ist so gut wie gemacht. Ein paar Tage also. Es zieht sich. Könnten auch Wochen sein. Ach so? Ich habe ja noch genug Kartoffeln. Es könnten auch Monate sein. Und wollten Sie nicht Weihnachten kommen? Ich habe jetzt Schmerzen. Es wird schlecht gehen. Aber Ihre Mutter, wo haben Sie denn Schmerzen? Überall, wo ich nicht bin. Auf dem Bahnsteig 6. Der muss früher zu mir gehört haben. Aha. Es ist schlimmer als bei Ihnen. Ich dachte nämlich, Sie könnten gleich mitfahren. Oder im Hörsaal 11. Da bin ich nie und gerade da. Wenn Sie mitfahren, geht es am schnellsten. Auf einer Straßenkreuzung. Aha. In Brasilien. Da tut es mir entsetzlich weh. Bahnsteig 6, Hörsaal 11. Straßenkreuzung, Brasilien. Noch ein, bitte. Bahnsteig 6, genauer gesagt 2 Meter über dem Bahnsteig. 2 Meter. Es ist nämlich ein besonderer Tag. Donnerstag. Ja, und Ihrer Mutter geht es nicht besonders. Deswegen dachte ich... Meiner Mutter? Genauer gesagt, es geht ihr sehr schlecht. Bitte noch ein. Jetzt traue ich mich. Was? Sie ist nämlich heute früh gestorben. Phantomschmerzen. Ich habe Schmerzen, wo ich nicht bin. In einer Zimmerecke oben, die ich auch mit dem Besen nicht erreiche, ein Pochen wie in einem wehen Finger. In einer anderen Ecke ein ziehender Schmerz, rheumatisch, könnte man sagen. Vor und hinter mir und an beiden Seiten, während ich an meinem Schreibtisch sitze und Tabletten esse. Ich habe 2 Bücher aufgeschlagen über indische Plastik und die Wunder der Tiefsee. Sorgenvoll betrachte ich die verstümmelten Götter, die säkularisierten Kraken. Dann beginnt es einige Wände weiter auf dem Küchentisch. Blinddarm oder Verhör 3. Grades. Ich blättere in der indischen Plastik, sie gibt nichts her. Phantomfreuden habe ich nicht zu erwarten, die Freuden verbrauchen sich lieber allein. Ich schreibe mir auf, Apotheke, 100er Packung. Auch wo ich nicht zu Hause bin, in Speisesälen, in Wartesälen, bei Versammlungen. Das Gold an den Logen ist abgeblättert, auch wo es nicht abgeblättert ist, in den verregneten Armen steinerner Zwerge, auf den Sockeln griechischer Göttinnen, in Bäumen und mitten in der leeren Luft, in und auf Pyramiden, auf Kamelhöckern,
fest, flüssig oder gasförmig, es ist überall gleich. Hornvieh verlässt die Stelle, der Karren schließt sich um den Schäfer, die Goldfische bleiben fleckig und stumm. Neben den Rüstern, die man mit zwei Armen nicht umspannen kann, neben den Gerüsten an der Westseite, es gibt keine Stelle mehr, die verschont bleibt. Und nun, Fräulein Ottilie, ich höre, Sie wollen morgen in die Stadt zurück. Ich wollte gar nicht hierher. Wir müssten das Geschäftliche besprechen. Ich wollte nichts Geschäftliches besprechen. Ich schicke Ihnen mit Bahnfracht einen Sack Kartoffeln, dachte ich. Ich weiß jetzt, wie Kartoffeln poltern. Wie gefrorene Erde auf einem Sarg. Ich will keine mehr sehen. Das wäre aber falsch. Kartoffeln sind besser als gar nichts. Gar nichts? Ich dachte, die Pacht geht jetzt an mich. Ich bin Alleinerbin. Die Landwirtschaft bringt nichts mehr ein. Wir nagen alle am Hungertuch. Ich bin genügsam. Die Pacht ist auf 2 Jahre vorausgezahlt. Daran sieht man, wie Sie am Hungertuch nagen. Sie tun mir Unrecht. Sie braucht noch seit 8 Jahren Geld fürs Studium. Ich bin also schuld. Eine kleine Landwirtschaft trägt kein Studium. Na gut, ich werde das Haus verkaufen. Mit 25.000 Mark Hypotheken. Das ist überbelastet. Das heißt also gar nichts. Genau das heißt es. Sie haben sich nie drum gekümmert, sind nie gekommen. Nein, gekommen bin ich nicht. Aber ich muss zurück. Kann ich meine Formel im Stich lassen. Kurz vorm Ziel. Bleiben Sie hier, arbeiten Sie mit. Bescheiden, recht und schlecht. Kartoffeln setzen! Wir haben auch Kohl. Wir wollen jetzt umstellen auf Heilpflanzen. Das hat mehr Aussicht. Umstellen? Guten Erfolg, Herr Säume. Entschuldigen Sie, dass ich gelacht habe. Manchmal überkommt es mich. Macht nichts, gar nichts. Ich kann nicht hierbleiben. Wenn Sie mir mit 500 Mark aushelfen könnten. 100 kann ich Ihnen leihen, mit dem besten Willen nicht mehr. Ist es denn so eilig? Sehr eilig. Einstein wartet auf Johann Gottfried. Gleich 2. Haben die denn Geld? Die werden mir helfen, bestimmt. Machen Sie sich keine Sorgen. Schade. Ich stellte es mir ganz hübsch vor, wenn Sie da wären. Mal ein Gespräch, mal was anderes. Bevor ich zu meinem Zimmer hinaufstieg, kaufte ich mir eine Flasche Wermut. Nicht, weil ich Lust hatte, etwas zu trinken, sondern um die Vorfreude länger zu genießen. Ich hätte es noch länger hinauszögern können, meine Tür zu öffnen. Ich hätte spazieren gehen können, in ein Tageskino gehen, auf dem Bahnhof herumstreifen. Aber dann konnte ich es doch nicht mehr aushalten, ohne Gottfrieds Brief zu lesen, der ja gekommen sein musste. Vielleicht eines seiner schlechten Gedichte, vielleicht ein Zettel mit Zärtlichkeiten, mit einer Angabe von Zeit und Stunde, voller Entschuldigungen, auch wenn sie alle erlogen waren. Ich schloss die Augen, als ich die Tür öffnete. Behielt sie zu, als ich die Tür von innen verschloss. Zog meinen Mantel aus und ließ ihn fallen. Dann schaute ich unter den Briefschlitz. Etwas später setzte ich mich auf mein Bett, entkorkte die Wermutflasche und trank sie, während ich nachdachte, langsam aus. Einmal ging ich zum Spiegel. Ich sah aufgequollen und hässlich aus.
Ich wunderte mich nicht, dass Gottfried nicht gekommen war. Kein Zettel, keine Zärtlichkeit. Die kann man bloß ertragen, dachte ich, wenn es dunkel ist und man ein Taschentuch drüber deckt. Als ich die Flasche leer getrunken hatte, taumelte ich ein bisschen. Das war angenehm. Ich holte meinen Stuhl und befestigte meine Wäscheleine an einem festen Rohr, das durchs Zimmer lief. Dachte flüchtig daran, noch um eine zweite Flasche Wermut hinunterzugehen. Es hätte noch gereicht. Aber ich fürchtete den Aufenthalt. Fürchtete auch, keine vernünftige Schlinge binden zu können. Das ist für einen Ungeübten gar nicht einfach. Es war wackelig auf dem Stuhl. Aber endlich hatte ich den Hals in der Schlinge und stieß mit dem Fuß den Stuhl weg. Es ging sehr schnell. Aber während es mich würgte, fiel mir der Beweis ein. Und Gottfried sagte zärtlich zu mir, mein Elementarteilchen. Mein Elementarteilchen. Späne. Wäre ich kein negativer Schriftsteller, möchte ich ein negativer Tischler sein. Die Arbeit ist nicht weniger geworden, seitdem der liebe Valentin den Hobel hingelegt hat. Staatsmänner haben ihn übernommen, aber es lebe die Anarchie. Mit diesem Hochruf gehe ich in die nächste Runde. Späne sind mir wichtiger als das Brett. Bretter erinnern mich an Särge, Späne an lebendiges Haar. So emotional sieht sich die Welt für mich an. Sicherlich ein Nachteil. Wir brauchen harte Herzen, das las ich schon an Bahnunterführungen vor 30 Jahren. Aber es lebe die Unordnung. Dritte Runde, Zuchthaustüren. Der liebe Valentin wird am Ärmel gezupft und fügt sich. Sein Nachfahr singt sein Lied in kleinen Kneipen. Ach, diese Hilfsarbeiter für Hierarchien. Schizophrenie ist strafbar, Trauer ein Entlassungsgrund. Wir lächeln dienstfreudig. Mittel sind gut verpackt, das gehört dazu. Nur die Zwecke kommen dir als offene Drucksache ins Haus, als Phonopost mit verminderter Portogebühr, alles mit Gebühr, gebührend, wie sich's gebührt, wie sich's friedricht. Eigentlich genügen drei Runden. Die Anarchie kommt nicht einmal auf die Waage und die Waage schreibt sich neuerdings mit 2a. Da weiß ich nicht mehr, welches die Mittel sind und welches der Zweck. Man muss nachsehen im Gebührenheft für Bretter und Späne. Die Schwierigkeit ist die, dass ich jetzt nicht weiß, wo ich bin. Wenn es das Paradies ist, so ist es ein ziemlich schäbiges Paradies. Und wenn es die Hölle ist, so ist es eine ziemlich harmlose Hölle. Also das Fegefeuer. Eine Vorhölle, ein Vorparadies. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Jedenfalls ganz anders, als man sich's vorstellt. Ein Zimmer mit Fliegengitter, aber gut durchwärmt. Ein durchgesessenes Sofa, ein großer Tisch. 6 Betten, Stühle. Die Tür ist verschlossen. Es gibt Brettspiele und alte Zeitungen. Keine Männer. Nur 6 Frauen. Ich halte sie alle, einschließlich mich selbst, für Frauen. Schließe von mir aus. Vielleicht sind wir aber auch 6 Männer. Nein, das Wahrscheinlichste ist 6 geschlechtslose Wesen. Ich bin Ottilie. Ottilie. So heißt niemand. Ich? Glaube ich nicht. Mich können Sie nicht täuschen. Vorhin haben Sie doch gesagt... Was sagten Sie denn? Swinegel. Nein, das habe ich selber gesagt. Swinegel ist auch kein Name. Das sag ich doch. Es ist alles gelogen. Sie sind eine Lügnerin. Ich kenne das. Ich lüge auch. Hat man Sie auch verpflichtet? Verpflichtet? Die Wahrheit zu sagen. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Ich sage, was ich will. Dass Sie eine ganz dreckige Lügnerin sind. Darf ich Ihnen Barbara vorstellen? Sie hat Gesang studiert. Sie sagt, sie heißt Ottilie. Eine Hochstaplerin, eine ganz dreckige Hure. Ich habe auch studiert. Die Wahlverwandtschaften? Kann jeder sagen. Wo bin ich hier? Lauter Ottilien. Wir warten alle auf Eduarden. Ich warte nicht auf Eduarden. Ich warte auf Gottfried.
hierorts nicht bekannt. Lass dir von der alten Drecksau nichts erzählen. Sie wäscht sich im Klo die Haare und meint, sie wäre was Besseres. Studiert. Wir warten alle auf Gottfried. Alle? Alle. Wir sind hier in der 5. Dimension. Das Paradies. Wir warten alle auf die 6. Gottfried ist die 6. Das haben Sie mir doch selber erklärt. Dann bin ich hier richtig. Wir sind alle richtig. Gold richtig. Und wenn ich noch fragen dürfte... Hier gibt's keine Fragen mehr. Hier ist alles schon beantwortet. Wir sind mitten in den Wahlverwandtschaften. 5. Kapitel und warten auf das 6. Aber das ist falsch. Es handelt sich um Säumeswerke. Quatsch! Ich werde doch wissen, worum es sich handelt. Ich kenne mich aus, bin schon länger hier. Sie sind mindestens genauso dreckig wie ich. Zuerst sind alle Hosen sauber, aber dann gewöhnen Sie sich an die 5. Dimension. Gottfried. Außerdem kann man alles in die Wäsche geben. Bestimmt. Ist nicht so schlimm, wie Sie denken. Es ist bloß alles noch neu. Sie gewöhnen sich dran, auch an die 5. Dimension. Gottfried. Sie können aber fertig machen. Beruhigen Sie sich, bald kommt ein Engel. Ein Engel? Klar, ein Engel mit Gottfried. Ein Engel mit Gottfried. Ein Engel mit Gottfried. Ganz bestimmt. Beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich. Kleines. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Beruhigen Sie sich. Ich kenne mich aus. Beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich. Gottfried kommt. Beruhigen Sie sich. Mit Gesang spricht des Jünglings lieb, was in Worten unaussprechlich war. Und der Freundin Herz wird offenbar im Gesange, den kein Dichter schrieb. Zeit und Kartoffeln. Hörspiel von Günther Eich. Es sprachen Ottilie Dörte-Lüsewski, Eberhard Dieter Säume, Axel Prahl, Johann Gottfried Säume, Ulrich Nöten, Mira, Susanna Fernandes-Ginebra, Barbara, Nanita Peschke, Ton und Technik, Rolf Knapp und Beate Müller, Regieassistenz, Konstanze Renner, Regie, Ulrich Lampen, Produktion, Südwestrundfunk 2007, Dramaturgie, Hans-Burkhard Schlichting. 2 Meter. Es ist nämlich ein besonderer Tag. Donnerstag. Ja, und Ihrer Mutter geht es nicht besonders. Deswegen dachte ich... Meiner Mutter? Genauer gesagt, es geht ihr sehr schlecht. Bitte noch ein. Jetzt traue ich mich. Was? Sie ist nämlich heute früh gestorben. Phantomschmerzen. Ich habe Schmerzen, wo ich nicht bin. In einer Zimmerecke oben, die ich auch mit dem Besen nicht erreiche, ein Pochen wie in einem wehen Finger. In einer anderen Ecke ein ziehender Schmerz, rheumatisch, könnte man sagen. Vor und hinter mir und an beiden Seiten, während ich an meinem Schreibtisch sitze und Tabletten esse. Ich habe 2 Bücher aufgeschlagen über indische Plastik und die Wunder der Tiefsee. Sorgenvoll betrachte ich die verstümmelten Götter, die säkularisierten Kraken. Dann beginnt es einige Wände weiter auf dem Küchentisch. Blinddarm oder Verhör 3. Grades. Ich blättere in der indischen Plastik, sie gibt nichts her. Phantomfreuden habe ich nicht zu erwarten, die Freuden verbrauchen sich lieber allein. Ich schreibe mir auf, Apotheke, 100er Packung.
auch wo ich nicht zu Hause bin, in Speisesälen, in Wartesälen, bei Versammlungen. Das Gold an den Logen ist abgeblättert, auch wo es nicht abgeblättert ist, in den verregneten Armen steinerner Zwerge, auf den Sockeln griechischer Göttinnen, in Bäumen und mitten in der leeren Luft, in und auf Pyramiden, auf Kamelhöckern, fest, flüssig oder gasförmig, es ist überall gleich. Hornvieh verlässt die Stelle, der Karren schließt sich um den Schäfer, die Goldfische bleiben fleckig und stumm. Neben den Rüstern, die man mit zwei Armen nicht umspannen kann, neben den Gerüsten an der Westseite, es gibt keine Stelle mehr, die verschont bleibt. Und nun, Fräulein Ottilie, ich höre, Sie wollen morgen in die Stadt zurück. Ich wollte gar nicht hierher. Wir müssten das Geschäftliche besprechen. Ich wollte nichts Geschäftliches besprechen. Ich schicke Ihnen mit Bahnfracht einen Sack Kartoffeln, dachte ich. Ich weiß jetzt, wie Kartoffeln poltern. Wie gefrorene Erde auf einem Sarg. Ich will keine mehr sehen. Und Tabletten esse. Ich habe zwei Bücher aufgeschlagen über indische Plastik und die Wunder der Tiefsee. Sorgenvoll betrachte ich die verstümmelten Götter, die säkularisierten Kraken. Dann beginnt es einige Wände weiter auf dem Küchentisch. Blinddarm oder Verhör dritten Grades. Ich blättere in der indischen Plastik, sie gibt nichts her. Phantomfreuden habe ich nicht zu erwarten, die Freuden verbrauchen sich lieber allein. Ich schreibe mir auf, Apotheke, 100er-Packung. Auch wo ich nicht zu Hause bin, in Speisesälen, in Wartesälen, bei Versammlungen. Das Gold an den Logen ist abgeblättert, auch wo es nicht abgeblättert ist, in den verregneten Armen steinerner Zwerge, auf den Sockeln griechischer Göttinnen, in Bäumen und mitten in der leeren Luft, in und auf Pyramiden, auf Kamelhöckern, fest, flüssig oder gasförmig, es ist überall gleich. Hornvieh verlässt die Stelle, der Karren schließt sich um den Schäfer, die Goldfische bleiben fleckig und stumm. Neben den Rüstern, die man mit zwei Armen nicht umspannen kann, neben den Gerüsten an der Westseite, es gibt keine Stelle mehr, die verschont bleibt. Und nun, Fräulein Ottilie, ich höre, Sie wollen morgen in die Stadt zurück. Ich wollte gar nicht hierher. Wir müssten das Geschäftliche besprechen. Ich wollte nichts Geschäftliches besprechen. Ich schicke Ihnen mit Bahnfracht einen Sack Kartoffeln, dachte ich. Ich weiß jetzt, wie Kartoffeln poltern. Wie gefrorene Erde auf einem Sarg. Ich will keine mehr sehen. Das wäre aber falsch. Kartoffeln sind besser als gar nichts. Gar nichts? Ich dachte, die Pacht geht jetzt an mich. Ich bin Alleinerbin. Die Landwirtschaft bringt nichts mehr ein. Wir nagen alle am Hungertuch. Ich bin genügsam. Die Pacht ist auf 2 Jahre vorausgezahlt. Daran sieht man, wie Sie am Hungertuch nagen. Sie tun mir Unrecht. Sie braucht noch seit 8 Jahren Geld fürs Studium. Ich bin also schuld. Eine kleine Landwirtschaft trägt kein Studium. Na gut, ich werde das Haus verkaufen. Mit 25.000 Mark Hypotheken. Das ist überbelastet. Das heißt also gar nichts. Genau das heißt es. Sie haben sich nie drum gekümmert. Meine Formel gelang mir nicht, aber andere Namen hatte ich gut finden können. Gottfried hatte mich satt. Er kam nicht. Aber kurz vor Weihnachten kam Säume 1 mürrisch zu meiner Tür herein. Eberhard Dieter. Trinken Sie einen Schnaps? Kirsch, Kartoffel ist leider nicht da. Kirsch, heute könnte ich einen brauchen. Nur heute? Heute besonders. Heute ist nämlich ein Tag. Donnerstag? Komisch. Heute ist Donnerstag, obwohl gestern erst Mittwoch war.
Das leuchtet mir ein. Aber ich meine den Satz. Den Satz? Sie hätten einen Satz angefangen. Lauter angefangene Sätze um mich herum. Das brummt. Heute ist nämlich ein Tag. Donnerstag. Ja doch. Ach so, ein Tag, wo mir mein linkes Bein wehtut. Warum meinen Sie, tut gerade heute Ihr linkes Bein weh? Meistens an Donnerstagen. Ich habe nämlich ein Holzbein. Und gerade an Donnerstagen? Ich beobachte es nicht genau genug. Das heißt, es ist kein Holzbein, ein Kunstbein. Aus Kunst. Oh, holde Kunst. Ist es nicht gut gemacht? Doch, sehr gut. Ich gehe damit wie Mittwoch oder Freitag. Scheuert es? Ach wo. Es tut ganz woanders weh. Am Schienbein. Wo kein Schienbein ist. An der großen Zehe, die es nicht mehr gibt. Alles die Gicht, die ich nicht mehr habe. Immer wenn Feuchtigkeit kommt. An Donnerstagen. In letzter Zeit waren es immer Donnerstage. Aber ich will mich nicht festlegen. Kann ich noch einen haben? Heute kann ich mehrere brauchen. Weil Donnerstag ist. Was macht Einstein? Dem geht's gut. Das beruhigt mich. Beruhigt Sie? Hört man immer gern. Und das Examen? Oh, ist so gut wie gemacht. Ein paar Tage also. Es zieht sich. Könnten auch Wochen sein. Ach so? Ich habe ja noch genug Kartoffeln. Es könnten auch Monate sein. Und wollten Sie nicht Weihnachten kommen? Ich habe jetzt Schmerzen. Es wird schlecht gehen. Aber ganz zu schweigen. Vielleicht hast du recht. Ich habe recht. Gottfried, mein Geliebter, du verstehst mich. Ich verstehe dich. Bei allen Wäldern Kanadas. Nicht wahr? Du verstehst mich. Ja. Du weißt, dass die fünfte Dimension... das Licht ist, ja, mein Swinigel. Vielleicht finden wir den Beweis gemeinsam. Wir finden ihn. Logisch. Mathematisch. Was aber ohnehin klar ist. Mathematik, naja. In Griechisch und Latein war ich besser. Gemeinsam. Ja. Gemeinsam. Bleibst du bei mir? Zeig mir, wie es in Terracina war. Und so gut wie eine Huronin bin ich immer. Ich wartete jeden Tag auf Gottfried, aber er kam nicht mehr. Ich ließ meine Formel liegen, dachte nur an Gottfried, dachte, ich könnte sie nur mit ihm finden. Aber Gottfried ließ mich im Stich. Ich weiß nicht, was einer Dringendes zu tun hat, wenn er schon so lange tot ist. Vielleicht erschien irgendwo eine neue Ausgabe seiner Werke und er las Korrekturen. Aber nachts hätte er doch Zeit haben können. Ich aß Kartoffeln und dachte nur an ihn. Keine Bewegung, ich dachte nur an ihn. Verließ das Zimmer nicht. Die Fortsetzung seiner Biografie, die Clodius 1812 geschrieben hat, ergab auch keinen Hinweis. Ein Lied, das ihn gerührt hat, sonst nichts. Hinter jenen Sternen hält die Liebe Wort. Das alles in Teplitz. Ich erwog eine Reise nach Teplitz, aber ich war nie in Teplitz gewesen und er hatte mich hier gefunden. Ich dachte, es sei logisch, hier zu bleiben. Es war auch bequemer. Ganz zuletzt, und das war das Schlimmste, vermutete ich, die Namen Hase und Swinegel waren ihm so geläufig, von anderswoher geläufig, dass er sie nicht mehr hören wollte. Meine Formel gelang mir nicht, aber andere Namen hatte ich gut finden können. Gottfried hatte mich satt. Er kam nicht. Aber kurz vor Weihnachten kam Säume 1 mürrisch zu meiner Tür herein. Eberhard Dieter. Trinken Sie einen Schnaps?
Kirsch. Kartoffel ist leider nicht da. Kirsch. Heute könnte ich einen brauchen. Nur heute? Heute besonders. Heute ist nämlich ein Tag. Donnerstag? Komisch. 100 kann ich Ihnen leihen, mit dem besten Willen nicht mehr. Ist es denn so eilig? Sehr eilig. Einstein wartet auf Johann Gottfried. Gleich zwei. Haben die denn Geld? Die werden mir helfen, bestimmt. Machen Sie sich keine Sorgen. Schade. Ich stellte es mir ganz hübsch vor, wenn Sie da wären. Mal ein Gespräch, mal was anderes. Bevor ich zu meinem Zimmer hinaufstieg, kaufte ich mir eine Flasche Wermut. Nicht, weil ich Lust hatte, etwas zu trinken, sondern um die Vorfreude länger zu genießen. Ich hätte es noch länger hinauszögern können, meine Tür zu öffnen. Ich hätte spazieren gehen können, in ein Tageskino gehen, auf dem Bahnhof herumstreifen. Aber dann konnte ich es doch nicht mehr aushalten, ohne Gottfrieds Brief zu lesen, der ja gekommen sein musste. Vielleicht eines seiner schlechten Gedichte, vielleicht ein Zettel mit Zärtlichkeiten, mit einer Angabe von Zeit und Stunde, voller Entschuldigungen, auch wenn sie alle erlogen waren. Ich schloss die Augen, als ich die Tür öffnete. Behielt sie zu, als ich die Tür von innen verschloss. Zog meinen Mantel aus und ließ ihn fallen. Dann schaute ich unter den Briefschlitz. Etwas später setzte ich mich auf mein Bett, entkorkte die Wermutflasche und trank sie, während ich nachdachte, langsam aus. Einmal ging ich zum Spiegel. Ich sah aufgequollen und hässlich aus. Ich wunderte mich nicht, dass Gottfried nicht gekommen war. Kein Zettel, keine Zärtlichkeit. Die kann man bloß ertragen, dachte ich, wenn es dunkel ist und man ein Taschentuch drüber deckt. Als ich die Flasche leer getrunken hatte, taumelte ich ein bisschen. Das war angenehm. Ich holte meinen Stuhl und befestigte meine Wäscheleine an einem festen Rohr, das durchs Zimmer lief. Dachte flüchtig daran, noch um eine zweite Flasche Wermut hinunterzugehen. Es hätte noch gereicht. Aber ich fürchtete den Aufenthalt. Fürchtete auch, keine vernünftige Schlinge binden zu können. Das ist für einen Ungeübten gar nicht einfach. Es war wackelig auf dem Stuhl. Aber endlich hatte ich den Hals in der Schlinge. Kartoffeln. Man kann den Winter nicht ohne Kartoffeln zubringen. So üblich bei uns. Winterkartoffeln. Einkellern. Haben Sie einen Keller hier? Bloß noch eine Ecke. Da räumen wir die Bücher beiseite. Hier? Natürlich. Keine Sorge, eine gute Sorte. Ganz sauber. Zwei Bretter, das genügt. Ich hasse Kartoffeln zwischen Büchern. Nicht doch. Ich kenne sie besser. Sie sind doch die Tochter. Aber ich kenne sie gar nicht. Immer studieren? Wie kann ich sie da kennenlernen? Und Ihre Mutter sagt, Sie schreiben so selten? Sollte gleich mal sehen, ob es Ihnen richtig geht. Was soll ich ihr denn ausrichten? Ich bin einigen Dingen auf der Spur. Ja, das hätten Sie geschrieben, sagt sie. Und das hat sie beunruhigt. Es ist nicht beunruhigend, wenn man auf die Spur kommt. Ja, ja, sehe ich ein. Aber wenn man auf Kartoffeln eingestellt ist, wissen Sie, dann beunruhigt es einen. Ihre Mutter jedenfalls. Sie hat's nicht verstanden. Aber Sie? Ach ja, gewiss. Und ich sollte herausbringen, ob Sie mit jemandem gehen.
Kann ich Sie nicht einfach fragen? Ich bin zu dick. Sie sind gerade richtig. Wenn Sie mir nur sagen, was ich Ihrer Mutter sagen könnte. Ich bin der Zeit auf der Spur. Mhm. Und im Licht. Wie soll ich das Ihrer Mutter erklären? Sagen Sie, ich ginge mit Einstein. Den kennen Sie also? Klar. Das ist wenigstens was. Aber ehrlich, Sie könnten ruhig was zunehmen. Einstein will das so. Dann ist es schwierig. Ich meine, heimlich zunehmen. Merkt das denn? Der merkt alles. Man kann sich nicht ruinieren wegen der Liebe. Das würde Ihre Mutter sicher auch sagen. Schreibt sich Einstein ganz gewöhnlich? Ganz gewöhnlich. Also mit Y. Schreiben Sie es mit Y. Vielleicht auch den Vornamen? Albert. Albert. Schön. So, die Ecke ist richtig. Spielmache. Seit Ende der 50er Jahre hatte dieser Altmeister unter den Radiopoeten sich auf neue Wege in der Lyrik begeben und war nur noch einmal 1964 mit seinem rätselhaften Stück »Man bittet zu läuten« zum Hörspiel zurückgekehrt. Er begann sich aller festlegenden Interpretationen seiner früheren Werke zu entwinden und hatte die Poesie des spielerischen Unsinns für sich entdeckt. Ein Resultat war der 1968 entstandene Prosaband »Maulwürfe«. Mit drei Texten daraus ist Günter Eich selbst in der folgenden Neuinszenierung seines letzten Hörspiels »Zeit und Kartoffeln« zu hören, mit deren Erstsendung wir die Sendereihe »Günter Eich Repertoire SWR« abschließen. Präambel. Was ich schreibe, sind Maulwürfe, weiße Krallen nach außen gekehrt, rosa Zehenballen, von vielen Feinden gern als Delikatesse genossen, das dicke Fell geschätzt. Meine Maulwürfe sind schneller, als man denkt. Wenn man meint, sie seien da, wo sie Mulm aufwerfen, rennen sie schon in ihren Gängen einem Gedanken nach. An eingesteckten Grashalmen könnte man ihre Geschwindigkeit elektronisch filmen. Andern Nasen einige Meter voraus. Wir sind schon da, könnten sie rufen, aber der Hase täte ihnen leid. Meine Maulwürfe sind schädlich, man soll sich keine Illusionen machen. Über ihren Gängen sterben die Gräser ab, sie machen es freilich nur deutlicher. Fallen werden gestellt, sie rennen blindlings hinein. Manche schleudern Ratten hoch. Tragt uns als Mantelfutter, denken sie alle. Zeit und Kartoffeln. Hörspiel von Günter Eich. Ende Oktober schickte mir meine Mutter Kartoffeln. Zwei Säcke. Ich hasse Kartoffeln. Kartoffeln bleiben nicht allein. Zum Beispiel ist Schweinebraten eine logische Folge der Kartoffeln. Die Haut ist dehnbar. Die Kilowaage steigt. Ein Nachtschattengewächs, eine Giftpflanze. Aber die Knollen sind essbar. Pommes frites, Pellkartoffeln, alles auf dem eigenen Herd. Erdäpfel, Grundbirnen, Salz, Brat, Pie, Chips. Eine neu aufgemachte Pufferstube sah ich heute. Die Kartoffel verfolgt mich. Selbst Eisenbahnwaggons erinnern einen. Kartoffeln halten Leib und Seele zusammen. Aber ich habe Leib und Seele lieber getrennt. Ich werde fett, bekomme Pickel. Wie gesagt, eine Andern Nasen einige Meter voraus. Wir sind schon da, könnten sie rufen. Aber der Hase täte ihnen leid. Meine Maulwürfe sind schädlich. Man soll sich keine Illusionen machen. Über ihren Gängen sterben die Gräser ab, sie machen es freilich nur deutlicher. Fallen werden gestellt, sie rennen blindlings hinein. Manche schleudern Ratten hoch. Tragt uns als Mantelfutter, denken sie alle. Zeit und Kartoffeln. Hörspiel von Günter Eich. Ende Oktober schickte mir meine Mutter Kartoffeln.
2 Säcke. Ich hasse Kartoffeln. Kartoffeln bleiben nicht allein. Zum Beispiel ist Schweinebraten eine logische Folge der Kartoffel. Die Haut ist dehnbar. Die Kilowaage steigt. Ein Nachtschattengewächs, eine Giftpflanze. Aber die Knollen sind essbar. Pommes frites, Pellkartoffeln, alles auf dem eigenen Herd. Erdäpfel, Grundbirnen, Salz, Brat, Pie, Chips. Eine neu aufgemachte Pufferstube sah ich heute. Die Kartoffel verfolgt mich. Selbst Eisenbahnwaggons erinnern einen. Kartoffeln halten Leib und Seele zusammen. Aber ich habe Leib und Seele lieber getrennt. Ich werde fett, bekomme Pickel. Wie gesagt, eine Verfolgung. Sonst schickt mir meine Mutter die Kartoffeln mit Bahnfracht. Damals, es muss Ende Oktober gewesen sein, jedenfalls ein Donnerstag, kam der Pächter mit einem Lieferwagen. Eberhard Dieter Säume. Ich kannte ihn noch nicht. Ich kannte nur Johann Gottfried Säume. Ein Zeitgenossen der Klassiker, der nach Syrakus spaziert ist und ein Buch darüber geschrieben hat. Eberhard Dieter hat sicher keinen Spaziergang nach Syrakus gemacht. Er sieht nicht so aus. Schleift auch ein Bein nach. Aber es kann sein, dass auch Johann Gottfried ein Bein nachgezogen hat. Und es kann sein, dass Eberhard Dieter gar nichts mit seinem Lieferwagen hier zu tun hatte und nur meinetwegen gekommen war. Denn ich war meiner Mutter verdächtig geworden. Seien Sie doch vernünftig. Einen Keller haben Sie doch nicht. Ich bin entsetzlich vernünftig. Man muss essen. Den ganzen November dachte ich über meine Formel nach, wie ich vorher nachgedacht hatte. Kein Erfolg. Dazwischen las ich Säumes Werke wieder. Den Spaziergang nach Syrakus, die Gedichte, die Selbstbiografie, die vermischten Schriften. Nicht, weil mich Eberhard Dieter wieder aufgesucht hätte, sondern weil Johann Gottfried selber öfters kam. Schillers Zeitgenosse. Er war sehr rücksichtsvoll. Störte mich nie in der Arbeit. Kam nur nachts, wenn ich mich niedergelegt hatte und ohnehin nicht schlafen konnte. Allmählich waren wir sehr vertraut miteinander. Er war ein wunderbarer Mann. Was er geschrieben hat, ist leider nur teils, teils. Die verführerische Erbsünde in Terracina, Gottfried. Die einzige, von der du nichts weiter sagst. Es steht nur ein Adieu drin. Man muss sich an den Text halten. Aber ich habe das Glück, dich fragen zu können, was nicht im Text steht. Ich weiß gar nichts. Es ist so lange her. Ich bin neugierig. Die einzige, bei der du deine Keuschheit nicht betonst. Mir kannst du es ruhig sagen. Zuletzt behält man nichts mehr als das. Adieu. Das bleibt. Sogar die Namen. Aber bei mir? Wie heiße ich? Ottilie, dachte ich. Nicht Ottilie, dein Name für mich. Mir gefällt Ottilie gut. Ich bin so fantasielos. Hausbacken. Aber ich liebe dich. Ich muss mich an was halten können. Bücher. Die Buchstabiertabelle im Telefonbuch von 1810? Ja,
Sowas. Ärger, Bertha, Charlotte, Martha. Nordpolökonom. Die Landwirtschaft war immer gegen mich. Paula, Übermut, Xantippe. Übelkeit läge mir. Übermut. Etwas weniger. Emilie Winkelried. Franz Oktaeder. Franz. Wissenschaft ist geschlechtslos. Zum Beispiel Physik. Das gefällt mir nicht. So kommen wir nicht weiter. Wohin wollen wir denn? Ich bin schon da. Swinegel. Gottfried, mein Hase.